So, wir rekapitulieren mal kurz. Das sind hier ist die Mischung unserer Dry Ingredients. Das hier sind dann die Wet Ingredients, wozu auch der Zucker gehört, die wir jetzt gleich mischen werden. Und dann am Schluss kommt dann hier noch die Walnüsse und die Schokolade dazu. Okay. Also die Margarine sollte relativ weich sein, die ist mir vielleicht sogar einen kleinen Hauch zu weich schon, aber ja, muss gehen sozusagen. Also ein Hauch weniger weich fände ich eigentlich fast besser. So, okay. Also dieses Gerät ist sehr hilfreich, sollte in jeder gut verzierten Küche zu finden sein. Was wir jetzt einfach machen, Zucker und Margarine werden jetzt vermischt. Das ist sozusagen der kreativste Akt an dem Rezept, fast schon. Kann man ruhig langsam angehen, also wenn man auch eine andere Maschine benutzt, niedrigste Drehzahl würde ich sagen. Und ja, also man muss da nicht wie verrückt rangehen. Wichtig ist, dass sich das verbindet, das ist das sogenannte Folding oder das Falten. Ne, stimmt, das habe ich falsch gesagt, glaube ich. Falten ist das noch nicht. Aber auf jeden Fall ist hier wichtig, dass sich hier Zucker, Margarine und Luft sozusagen in einer schönen Reaktion verbindet. Ja, man sieht auch, dass sie ein bisschen wie bei Wellen fast beim Bewegen mehr, dass sich da so Schaumkronen bilden, sage ich mal. Das ist also auch wichtig, so eine Konsistenz hinzukriegen, auf jeden Fall vorteilhaft. Sehr schön. So, dann kommt jetzt hier noch die Vanille, der Joghurt dazu. So. Und auch schön vermischen. Da braucht man gar keine Maschine dazu, wie man sieht. Jetzt kommt der eigentliche Folding-Prozess, Faltung mit einem ja, Spatula. Hier noch zu beachten, im besten Fall nicht alles total vermischen, sondern ein bisschen vorher stoppen. Dann kommen die Kekse noch schöner raus. Also hier auch absolut keine Hektik angesagt, einfach schön ineinander falten. Und ja, hier sieht man, jetzt wird es langsam schön, aber man sieht immer noch ein bisschen was vom Mehl oder von den Dry Ingredients. Sind noch nicht komplett vermischt, das stoppe ich jetzt mal. Und jetzt einfach noch am Schluss die Schokolade. Und die Nüsse dazugeben. So.
und dann den Folding-Prozess sozusagen noch mal ein bisschen fortführen. Auch hier gilt, man muss jetzt nicht unbedingt sozusagen die alles perfekt gemischt haben, wenn es so ein bisschen Mehl sozusagen rausschaut hier und da, ist das gar kein Fehler. So gesehen habe ich hier vielleicht fast schon übermischt, was ich auch gerne mache. Aber wenn man auch sozusagen übermischt hat, ist jetzt auch nicht furchtbar. So. So, damit haben wir den Teig schon fertig. Jetzt ich decke noch mit etwas Folie ab, damit jetzt den Kühlschrank nicht austrocknet. Ist vielleicht nicht absolut nötig, aber warum soll man jetzt was gefährden sozusagen, wo man jetzt so einen schönen Teig zustande gebracht hat. So, also wenig Luft soll da reinkommen und das jetzt in den Kühlschrank.